Aber wenn nicht deine Vergangenheit mit Taos, mit Irovara gewesen wäre, hättest du nie diesen Pfad beschritten. But you have come a great distance for answers. What would you ask of me, Watcher? Aber du hast einen weiten Weg zurückgelegt, um Antworten zu bekommen. Was möchtest du mich fragen, Wächter? That we have. And I got a request. Down here. God, look how full my lantern is. I've been harvesting day and night for you, my God. Lantern rattling. Sickle gripped so tight her knuckles are white. She waves her arms over her head as she shouts. Das haben wir und ich habe eine Bitte hier unten, Gau, und sieh nur, wie voll meine Laterne ist. Ich habe Tag und Nacht für dich geerntet, mein Gott. Ihre Laterne klappert und sie hält ihre Sichel so fest, dass ihre Fingerknöchel weiß sind, während sie ihre Arme über den Kopf schwenkt und ruft. My dear Shodi, I do not mean to diminish your presence here. But this is a question that the Watcher needs to answer. Meine liebe Xodi, ich möchte deine Anwesenheit hier wirklich nicht herabwürdigen, aber das ist eine Frage, die der Wächter selbst beantworten muss. He alone was tasked with pursuing me. The gods have placed him in this fire. It is only right that we speak together now. Er allein hat die Aufgabe, mich zu verfolgen. Die Götter haben ihn in dieses Feuer gestellt. Deshalb ist es nur recht und billig, dass wir jetzt gemeinsam sprechen. Ich muss wissen, warum du zurückgekommen bist. Kannst du den ganzen Schaden wieder gut machen, den du angerichtet hast? Gib mir die Seele zurück, die du mir gestohlen hast. Nehmen wir mal die zwei. No, not now. Not in your lifetime. Perhaps in 100 generations, the books and tongues of Kith will forget the name Aethys. 100 Generationen, okay. Nein, jetzt nicht. Nicht während deines Lebens. In 100 Generationen werden die Bücher und Zungen der Gestandenen den Namen Aethys vielleicht vergessen. A penance paid in full. Noted by none. That would be my absolution. Eine vollständig geleistete Buße, unbemerkt von allen. Das wäre meine Absolution. You're just gonna wait for us to forget what you did? That's your penance? Du wartest einfach. Stands in a broad posture, the one he so often takes when placing himself between friend and foe. His neck is sharply craned to meet the unblinking stare of his god. Du wartest einfach nur darauf, dass wir vergessen, was du getan hast? Das ist deine Buße? Der steht breitbeinig da, wie so oft, wenn er sich zwischen Freund und Feind aufbaut. Sein Kopf ist in den Nacken gelegt, um den ungerühmten Blick seines Gottes zu begegnen. How about you start by giving back the souls you took? Or maybe by apologizing to every one of your followers, especially the ones that died for you. The molten rock of Maugren's teeth gleams bright orange in his eyes. And he looks like a man overtaken by a furious spirit. Wie wär's, wenn du damit anfängst, die Seelen zurückzugeben, die du genommen hast? Oder vielleicht damit, dich bei jedem deiner Anhänger zu entschuldigen? Besonders bei denen, die für dich gestorben sind. Der geschmolzene Fels von Magas Zähnen glüht leuchtend orange in seinen Augen und er sieht aus wie ein Mann, der von einem wütenden Geist überkommen wurde. You owe this Watcher here. You owe my brother Woden. And every last one of us that ever followed you. Ich habe mich schon gefragt, wann ihr dir das anspricht. Du schuldest diesem Wächter hier etwas. Du schuldest meinem Bruder Woden etwas und jedem von uns, der dir jemals gefolgt ist. And you owe me. I never asked you for much, but you owe me better than what you're given. Und du schuldest mir was. Ich habe dich nie um viel gebeten, aber du schuldest mir etwas Besseres als das, was gibt's. I cannot atone for my mistakes with words alone, Adair. I know this now. It is why I began this journey and why I must move on. Mit Worten allein kann ich meine Fehler nicht wiedergutmachen, Adair. Das weiß ich jetzt. Deshalb habe ich diese Reise begonnen und deshalb muss ich sie fortsetzen. But you have come here for other answers. Why I have returned. Where I am going. Am I answering to you or to Bereth? Aber du bist wegen anderen Antworten hier. Warum ich zurückgekehrt bin, woher ich gehe, antworte ich dir oder Berat? Ich muss es wissen. Die Götter fürchten, dass du etwas Katastrophales im Sinn hast. Nach allem, was du getan hast, glaube ich, dass jede einzelne Kreatur auf Eora das wissen will. Ja, okay. Ich kapiere den Satz nicht. Ich muss es wissen. Someone else needs to know. One who has held me to the flames once before. Es scheint, als muss es noch jemand anderes wissen. Jemand, der mich bereits einmal zur Rede gestellt hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Makran ist bereit, drastische Maßnahmen zu ergreifen, um dich aufzuhalten. Meinst du Makran? Nehmen wir mal die drei. Margrin fears what I will do. Just as she feared what I would do in the Deerwood. But this time, there is no power on Eora or in all of hell to stop me. Margaren fürchtet, was ich tun könnte, genauso wie sie es im Dürrwald gefürchtet hat. Aber diesmal ist es anders. Diesmal gibt es keine Macht auf Eora oder in der Hölle, die mich aufhalten kann. Understand that what I'm saying is neither a boast nor a challenge. Du sollst wissen, dass ich das, was ich sage, weder Prahlerei noch Herausforderung ist. It is the clearest statement of truth I can give you. Give Barith, in the hopes of dissuading you from taking actions that may harm others. Es ist die eindeutige Wahrheit, die ich dir und Berat sagen kann, in der Hoffnung, euch davon abzubringen, so zu handeln, dass andere zu Schaden kommen. Was wirst du tun? Sagt derjenige, der auf seinem Weg vom Dürrwald zum Todesfeuer Tausende getötet hat. Ich werde einen Weg finden, dich aufzuhalten. Ich bin nicht hier, um dich aufzuhalten. Ich will nur antworten. Sind wir mal zynisch? Yes. I am sacrificing lives from this generation for the benefit of those who have not yet been born. Ja, ich opfere Leben aus dieser Generation zugunsten derjenigen, die noch nicht geboren wurden. The other gods may be willing to make similar sacrifices, but they will be in vain. Die anderen Götter mögen willens sein, ähnliche Opfer zu bringen, aber sie werden vergeblich sein. I am going to force gods and mortals alike to open their eyes to one another. And all the powers of hell cannot drive me from this course. Ich werde Götter und Sterbliche gleichermaßen zwingen, ihre Augen füreinander zu öffnen, und all die Kräfte der Hölle können mich nicht von meinem Weg abbringen. It seems my sister does not like the sound of that. Scheint, als würde meine Schwester dies nicht gerne hören. Kannst du etwas genauer sein? Was willst du tun? I want to return the gods to our original purpose and to allow mortals to worship us or ignore us for what we are, not what we pretend to be. Ich möchte die Götter zu unserem ursprünglichen Zweck zurückführen und es den Sterblichen erlauben, uns anzubeten. Oder zu ignorieren, für das, was wir sind und nicht für das, was wir zu sein vorgeben. Shodi gasps sharply. For once, too stunned to blurt out a response. Her eyes are wild, with too much white showing, when she glances from Aethys to you. Xodi keucht plötzlich für einmal zu perplex, um etwas zu sagen. Ihr Blick ist wild, zu viel Weiß in ihren Augen, als sie von Eotas zu dir sieht. What's that mean? You're gonna tell them the truth? Was heißt? Adair looks away from Aethys for the moment, his eyes darting back and forth, as if between possible outcomes. Was heißt das? Du wirst ihnen die Wahrheit sagen? Adair wendet für einen Moment den Blick von Eotas ab und seine Augen huschen hin und her, wie zwischen den möglichen Ausgängen. When I entered Wydwen, I did so with the intention of illuminating the history of Angwith. Als ich Wydwen betreten habe, tat ich es in der Absicht, die Geschichte von Angwith zu beleuchten. I wanted to show all the nations of the Eastern Reach the machines we had used to create ourselves. How we had hidden our true nature from mortals for millennia. Ich wollte allen Nationen des östlichen Abschnittes die Maschinen zeigen, die wir verwendet haben, um uns selbst zu erschaffen, und wie wir unsere wahre Natur Jahrtausende vor den Sterblichen versteckt haben. But even if I had succeeded, my words would have been easy to deny. Belief creates the foundation upon which a mind's reality is built. Aber selbst wenn ich Erfolg gehabt hätte, hätten meine Worte ganz einfach geleugnet werden können. Der Glaube begründet das Fundament, auf dem eines Geistes Wirklichkeit erbaut wird. Some minds can never let go of that foundation. They would rather hold tight to the world in their mind than accept what they're being told. Einige Geister können dieses Fundament niemals loslassen. Sie halten lieber an der Welt in ihrem Kopf fest, anstatt es zu akzeptieren, was sie gesagt haben. Wenn dem so ist, was machst du denn dieses Mal, was den Unterschied ausmachen wird? Warum ist es so wichtig, dass die Sterblichen wissen, dass die Götter von den Invitanern kamen? Und selbst deine Worte hätten vom blinden Schlüssel und der okkulten Hand verdreht werden können. Nehmen wir mal die zwei. We began with a dream that if we provided guidance to mortals, each generation of souls would grow stronger. Wir begannen mit einem Traum, dass jede Generation Seelen stärker werden würde, wenn wir die Sterblichen anleiten würden. And if the souls grew stronger, societies would become better, moving ever closer to achieving the potential we believed all mortals have within them.
Und wenn die Seelen stärker geworden sind, würde die Gesellschaft besser werden und sich dem Erreichen des Potenzials nähern, von dem wir glauben, dass alle Sterblichen es in sich haben. Over 2000 years have passed. Hundreds of generations have been born, lived and died. If the world has improved under our guidance, mortals should be prepared to understand the truth. Über 2000 Jahre sind vergangen. Hunderte Generationen wurden geboren, haben gelebt und sind gestorben. Wenn die Welt sich unter unserer Führung verbessert hat, sollten die Sterblichen bereit sein, die Wahrheit zu verstehen. If they have not improved after all of this time, then we have utterly failed in our aims, and there should be a reckoning of our faults. Wenn sie sich nach all dieser Zeit nicht gebessert haben, dann haben wir angesichts unserer Ziele jämmerlich versagt und man sollte uns für unsere Fehler zur Rechenschaft ziehen. The time has come for a new covenant between gods and mortals. One forged in the light of truth and understanding between our kind. Die Zeit ist gekommen für einen neuen Bund zwischen Göttern und Sterblichen. Einen Bund, der im Licht der Wahrheit und des Verständnisses zwischen unseren Völkern geschmiedet wurde. I will leave this place and go to the lost city, the Huana call. Ukaizo. It is there that all souls pass through the machines of the gods, where all souls pass into the beyond before beginning their next life. Ich werde diesen Ort verlassen und zu der verlorenen Stadt gehen, die von Duana Ukaizo genannt wird. Dies ist der Ort, an dem alle Seelen durch die Maschinen der Götter gehen, wo sie ins Jenseits übergehen, bevor sie ihr nächstes Leben beginnen. Das bedeutet, Ukaizo war der Ort, an dem die Götter geboren wurden. Das heißt, das, was wir in der Bestie des Winters gesehen haben, die Erinnerungen des Königs von Ukaizos, die Leute, die ihm verraten haben, waren die Götter. When I reach that place, I will find our great machines and tear them to pieces. I will smash the great wheel until the lights of hell all gutter and die. Wenn ich diesen Ort erreiche, werde ich unsere Großmaschinen suchen und sie in Stücke reißen. Ich werde das große Rad zerschlagen, bis die Feuer der Hölle alle flackern und erlöschen. And when my work is done, I will leave this world forever. Und wenn mein Werk getan ist, werde ich diese Welt für immer verlassen. Where does that leave us? You're ending the rule of the gods? Wo bleiben wir dann? Du beendest die Herrschaft der Götter? No, it is not for me to decide if the gods should remain in power. That will be for your kind, for mortals to decide. Nein, Edir, es ist nicht an mir zu entscheiden, ob die Götter an der Macht bleiben sollen oder nicht. Diese Entscheidung liegt bei deiner Art, bei den Sterblichen. Was? Both gods and mortals alike rely on the wheel. We depend on it for the souls that give us power. Mortals depend on it for the lives of future generations. Breaking it will force all of us to face the truth. Sowohl Götter als auch Sterbliche sind auf das Rad angewiesen. Wir brauchen es für die Seelen, die uns Kraft geben. Die Sterblichen brauchen es für die Leben zukünftiger Generationen. Es zu zerbrechen wird uns alle zwingen, der Wahrheit ins Auge zu sehen. We will fail together or move forward together. Either ending is preferable to the cycle we still find ourselves in. Wir werden zusammen versagen oder zusammen vorwärts kommen. Jedes dieser beiden Enden ist besser als der Zyklus, in dem wir uns immer noch befinden. Gon, wait, bevor es zu spät ist. Du musst die Souls, die ich für dich gearbeitet habe. Gon, warte, bevor. Sie strust ihre light pulsing lantern outward, als ob sie für Aethys warten, um sie von ihr Gaun, warte, bevor es zu spät ist. Du musst die Seelen nehmen, die ich für dich geerntet habe. Die Priesterin stößt ihre mit Licht pulsierende Laterne nach vorne, als erwartet sie, dass Eotas sie an sich nehmen würde. They are not for me to take. Shodi, you are their guardian now. You are their protector. You have taken responsibility for them. And only you can decide their fate. Es ist nicht an mir, sie zu nehmen, Xoti. Du bist jetzt die Bewahrerin, du bist ihre Beschützerin. Du hast die Verantwortung für sie übernommen und allein du kannst über ihr Schicksal entscheiden. Once again, the gods have put you in a precarious position, Watcher. Considering all the troubles I have put you through, the least I can do is protect you from the wrath Maugryn has intended for me. Wieder einmal haben dich die Götter in eine prekäre Lage gebracht, Wächter. In Anbetracht der Schwierigkeiten, in die ich dich gebracht habe, ist es das Mindeste, was ich tun kann, dich vor dem Zorn zu bewahren, den Magra mir zugedacht hat. Ich weiß das zu schätzen. Don't thank me yet.
This will be particularly difficult for you, Watcher. Danke mir noch nicht. Dies hier wird besonders für dich schwierig werden, Wächter. We are literally being touched by the hand of God right now. Leute, wir werden. Shodi squeals, trembling. She sways on her feet as if she might faint.